Das Wort hat nun, Entschuldigung, der Mikrofon ist ausgefallen. Das Wort hat nun die Kollegin Schulz-Asche für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass Sie heute Morgen beim Frühstück den Kommentar von Jan Heidmann in der Süddeutschen Zeitung gelesen haben, der sich noch mal mit dem Thema befasst, über das wir hier namentlich am Mittwoch abgestimmt haben, nämlich die Frage, inwieweit die Forschung mit Menschen, mit Erwachsenen, die nicht mehr einwilligungsfähig sind, erleichtert werden soll und sie keinen individuellen Nutzen mehr haben sollen. Wir haben, die Mehrheit dieses Hauses hat am Mittwoch ein Gesetz gebrochen, nämlich dass man, wenn man bewährte Gesetze hat, man sie nicht ändern sollte. Das ist hier leider geschehen. Und ich werde Ihnen sagen, ich fordere Sie weiter auf, dafür zu sorgen, dass das derzeitige hohe Schutzniveau, was wir in Deutschland haben, erhalten bleibt. Und ich bitte Sie, mit Nein zu stimmen. Nun werden einige von Ihnen sagen, ach, wir haben da bei uns in den Bundesländern Ethikkommissionen, die sind ohnehin damit befasst, dass sie diese ganzen Arzneimittelstudien begutachten, die machen super Arbeit, sie werden auch in dem Gesetz auch noch in ihren Kompetenzen ausgeweitet. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie das Gesetz richtig gelesen haben, dann wissen Sie auch, dass die Ethikkommission, so wie wir sie kennen und wie sie vorbildliche Arbeit in allen Bundesländern machen, durch dieses Gesetz entmachtet werden. Künftig soll, ja, dann lesen Sie mal das Gesetz. Künftig soll das Bundesamt, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mit einer entsprechenden Begründung das Votum von Ethikkommissionen abweichen können und so eine Studie zulassen, unabhängig der Stellungnahmen und Entscheidungen von Ethikkommissionen. Meine Damen und Herren, ich fordere Sie auf, stimmen Sie heute mit Nein, damit die Genehmigung klinischer Studien weiterhin positiven, bindenden Stellungnahmen der zuständigen, interdisziplinären, unabhängigen Ethikkommission abhängig bleibt. Meine Damen und Herren, wir brauchen klinische Studien, damit der medizinische Fortschritt bei den Menschen ankommt. Aber wir brauchen mit dem bindenden Votum von Ethikkommissionen auch Vertrauen in Forschung. Und diese Ethikkommission haben für dieses Vertrauen gesorgt. Und mit diesem Gesetz zerstören sie in mehrfacher Hinsicht das Vertrauen in die Forschungslandschaft in Deutschland. Zum Verbot von Fernbehandlung, Fernbeschreibung hat Frau Stamm-Fiebig alles gesagt. Und die Tatsache, dass die SPD da geklatscht hat, führt vielleicht auch dazu, dass sie noch das Gesetz ablehnen werden. Ich möchte aber noch auf einen Punkt eingehen, meine Damen und Herren, und zwar ein Thema, das Sie eben nicht angehen, und zwar das Thema der sogenannten Anwendungsbeobachtung. Die Bundesregierung versäumt zum wiederholten Male und lässt die Chance verstreichen, die Korruptionsanfälligkeit solcher Studien zu beheben. Solche Studien sind intransparent in Bezug auf die beteiligten Ärzte und Ärzte und auf die mögliche Beeinflussung von Verschreibungsverhalten. Zuletzt hat eine gemeinsame Recherche von Korrektiv, NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gezeigt, in welchem Ausmaß Pharmaunternehmen mit Hilfe von Anwendungsbeobachtungen Einfluss auf Ärztinnen und Ärzte nehmen. Und was ist mit der Aufklärungspflicht gegenüber den Patientinnen und Patienten? Die Bundesregierung ist bisher nicht gewillt, diese Lücke zu schließen und Transparenz bei Anwendungsbeobachtungen und der Gewährleistung von Patientensicherheit herzustellen. Meine Damen und Herren, Herr Lauterbach hat in dieser Woche ein zweiseitiges Interview gegeben zu den Anwendungsbeobachtungen mit der Überschrift, das ist eine Form der legalen Korruption. Und da frage ich Sie, wie Sie hier als Bundesregierung, als mitregierende Fraktion ein Gesetz heute verabschieden wollen, wo Sie genau dieses Thema nicht aufgreifen, wo Sie die Korruptionsanfälligkeit dieser Anwendungsbeobachtung nicht angehen. Das ist meine Frage und auch deswegen werden wir mit Nein stimmen. Meine Damen und Herren, der Arzneimittelbereich ist in großer Bewegung. Wir haben es mit viel Innovation zu tun und haben große Herausforderungen. Und umso wichtiger ist es, dass wir die Unabhängigkeit von Forschung und die Patientenrechte in den Mittelpunkt stellen. Wir sind uns der hohen Bedeutung klinischer Prüfungen bewusst. Aber das Gesetz zerstört Vertrauen, wo wir Vertrauen brauchen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Erich Ilsdorfer ist der nächste Redner. Ja. Sie wollen eine Kurzintervention, dann machen Sie aber bitte wirklich kurz, Herr Lauterbach. Weil ich erwähnt wurde,